Es ist ja ein Pattern, was wir vielleicht schon kennen, dass ich in öffentlich-rechtlichen Dokumentationen irgendwie manchmal ein bisschen weird dargestellt werde. Hier sind ganz große Red Flags im Raum. Ganz, ganz große Red Flags. Habt ihr das mitbekommen? Ich sag's mal so. Habt ihr das mitbekommen? Es gab eine Doku von dem ARD über Aline Bachmann. Und in dieser Doku von der ARD über Aline Bachmann, da kam, oder war es WDR? Nee, war öffentlich-rechtlich, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was genau war, aber ich glaube, es war ARD. Auf jeden Fall öffentlich-rechtliche Doku über Aline Bachmann. Und in dieser Doku kam ich auch vor. Ich kam in dieser Dokumentation vor. Und diese Dokumentation war ein bisschen weird, wurde auch vielseitig kritisiert, wie die so war. Und Just Nero hat 3 Videos über diese Dokumentation gemacht. Jedenfalls zum Teil über diese Dokumentation gemacht. Die gucken wir uns jetzt nicht an, weil das geht in Summe 2 Stunden. Aber ich dachte mir, ich klicke mal in die spannendsten Stellen von dem Just Nero Video, wo er sozusagen zeigt, was an dieser Dokumentation offensichtlich schiefgelaufen ist. Weil es auch ein bisschen weird war, warum ich da vorkam oder wie ich da dargestellt wurde. Es ist ja ein Pattern, was wir vielleicht schon kennen, dass ich in öffentlich-rechtlichen Dokumentationen oder Beiträgen irgendwie manchmal ein bisschen weird dargestellt werde. Aber egal, können wir uns einfach mal geben. Das hier ist eigentlich der spannende Teil. Ich skippe nur an die Stellen, die für uns spannend sind. Ich habe mir so ein paar Stellen rausgeschrieben, weil das ist auf jeden Fall deutlich, deutlich besser, als wenn wir jetzt fucking 2 Stunden Just Nero gucken. Also gar nichts gegen Just Nero, aber weiß ich nicht, 2 Stunden brauchen wir uns jetzt nicht am Stück geben. Nochmal, um alle mitzunehmen. Ganz kurz, um alle mitzunehmen. Also, in dieser Doku geht es um Aline Bachmann. Aline Bachmann ist ein Charakter, ist eine Frau, die auf Social Media aktiv ist. Ich weiß gar nicht, mit was sie bekannt geworden ist, aber die hat sehr viele sehr, sehr kritische Sachen getan und wurde auch dann im Internet dafür kritisiert, wurde aber auch teilweise von Leuten offensichtlich gemobbt und irgendwie, weiß nicht, auch gedoxt oder so. Ah, DSDS offensichtlich. Dann kommt sie also ursprünglich von DSDS. Und sie ist auf jeden Fall ein Charakter. Sie ist auf jeden Fall so eine sehr extreme Person. Ja, ganz, ganz viele Sachen, die man jetzt an ihr problematisch aufzeigen kann und kritisieren kann. Aber darum ging es nicht in dieser Doku. Es ging in erster Linie darum, dass sie gecybermobbt wurde. So war auch der Titel von der Dokumentation. Der Titel war Das Cybermobbing-Kartell. Und es ging halt darum, dass Aline Bachmann im Internet gemobbt wird, auch unter anderem von manchen Leuten. Und dann werden, jetzt die Frage, warum komme ich da vor? Wieso komme ich in einer Doku vor, wo es um Cybermobber geht? So, fragt ihr euch jetzt vielleicht, könnte sein, dass ihr euch das fragt. Ich habe nicht das gefragt. Aber es werden an einer Stelle 5 YouTuber gezeigt, von denen behauptet wird, dass sie die Hater ziehen auf deren Kanäle. Ich sage es jetzt mal in meinen Worten. Ich weiß jetzt nicht, ob es exakt wörtlich so gesagt wurde. Ich glaube, ziemlich genau so. Und dann wurde halt gesagt, die Hater ziehen sozusagen auch auf den Kanal von mir. Es werden die Hater gezogen. Und irgendwie ich springe auf den Zug auf. Oder ich als einer von bestimmten YouTubern springe auf den Zug auf. Und durch Kanäle wie mein Kanal soll allen bewusst werden, was für ein böser Mensch Aline Bachmann ist. Weird. Ich glaube, wir gucken uns das einfach mal an. Ich skippe mal in das Just Nero Video rein. Wir gucken mal. Ja, wenn jetzt, ich weiß, ihr sagt jetzt, hä? Ja, ja, habe ich auch gedacht, hä? Habt. Im zuletzt auf diesem Kanal veröffentlichten Video haben wir im Groben über die Bachmann-Doku gesprochen, sie ein wenig zusammengefasst und ich habe dabei so ein paar Insights eingestreut. Heute geht es in die Materientiefe und wir schnabulieren uns die Parts rein, in denen ich involviert war, beziehungsweise in denen es um mich ging. So ein bisschen ich, fast wie bei der Protagonistin der Doku, wa? Es sind so ein paar Sachen, nennen wir es schiefgegangen und wurden nicht so akkurat im eigentlichen Kontext wiedergegeben, wie ich es mir gedacht hatte, um es vorsichtig auszudrücken. Ich möchte es gleich anmerken, heute wird es um einiges negativer als im letzten
letzten Teil. Das soll allerdings nicht das Gesamtbild der Doku verzerren. Deswegen weise ich bewusst nochmal darauf hin, dass diese Doku einige gute Momente hatte und wichtige Punkte getroffen hat. Falls ihr die Doku oder mein Video noch nicht gesehen habt, insbesondere mein Video, macht das mal, dann wisst ihr auch, wie der Hase hier hoppelt. Du kleiner Go. Nur weil ich heute den Knüppel auspacke und Bonk mache, heißt es nicht, dass diese Doku als Gesamtes betrachtet ein Hoppala war. Okay. Das heißt, Just Nero ordnet direkt ein, die Doku ist gar nicht jetzt komplett scheiße, es sind nur manche Sachen da drin, die nicht gut sind in dieser Doku. Was, glaube ich, viele Seiten kritisiert haben, war, dass in dieser Doku Aline, wie sie hier, also sie sitzt, das ist die Person, die gerade hier auf der Couch sitzt, wohl relativ unschuldig dargestellt wird im Verhältnis zu dem, was sie alles so als Täterin auch gemacht hat. Aber ich kann dazu nichts sagen, ich habe die Doku nicht geguckt. Ich weiß nur, dass ich da in dieser einen Stelle vorkomme. Ich kann nicht die Doku in der Gänze bewerten. Wir gucken uns jetzt einmal an, was denn in dieser Doku, also um welchen Part es denn ging, wo ich da drin vorkam. Das ist jetzt... Ja, hallo, Nero. Der Cutter von Nero, von Just Nero, der das nachsprechen muss. Also wir sehen jetzt gleich einen Part in der Doku, aber wir hören nicht den Moderator aus der Doku, sondern der Cutter hat es relativ... so in seiner Art dann, also wörtlich und auch so in seinem Pacing gesagt, damit das Video nicht geclaimed wird. Wo ist Cutter hier? Wer ist das? Was will der? Und warum scheißt der jetzt in diese überkrasse Runde? Okay, jetzt sehen wir, worum es eigentlich geht. Rein. Hier wurde ein lizenzierter Sound aus der Doku gecopyright-claimed von YouTube durch das Content-ID-System und darum muss ich den jetzt neu einsprechen. Nee, gibt keine Quellen. Danke. Die einzige Quelle ist diese Aline Bachmann-Doku. Die verlinke ich. Ich verlinke die Quelle in der Videobeschreibung. Quelle ist dann klar. Bedarf für YouTube. Das Maskengame braucht Reichweite. Das ist jetzt die Stelle aus der Doku. Es sollen so viele mitmachen wie möglich. Das Maskengame ist das Game der Mobber. Also die Mobber nennen sich wohl Masken, glaube ich. Sich selbst. So wie bei Ju. Da kommen auch die Masken vor. Das sind irgendwie die Mobber, nennen sich selbst offensichtlich Masken, angeblich, keine Ahnung. Und das ist das Maskengame. Oder ist sie die Maske? Ich check's nicht, aber das Maskengame ist das, was die Mobber machen. Das ist das, was die Mobber machen, so. Jeder spielt seine Rolle. Um ein Game zu vergrößern, zielen die Hater auf die Kanäle von Deutschlands bekanntesten YouTubern. Hier soll die Story landen, um Reichweite zu generieren. Und allen soll bewusst werden, was für ein böser Mensch Aline Bachmann ist. Das ist Level 2. Die YouTube-Welle. Also ich bin Teil der Level 2 Welle der Mobber, der Cybermobber. Und da bin ich Teil von. Ja, was wurde jetzt da nochmal gesagt? Wie möglich. Jeder spielt seine Rolle. Also jeder spielt seine Rolle. Ich spiele irgendwie auch meine Rolle oder so. Muss ich den jetzt neu? Es sollen so viele mitmachen wie möglich. Mhm. Jeder spielt seine Rolle. Um ein Game zu vergrößern, zielen die Hater auf die Kanäle von Deutschlands bekanntesten YouTubern. Also die Hater ziehen auf meinen Kanal. Hier soll die Story landen, um Reichweite zu generieren. Und allen soll bewusst werden, was für ein böser Mensch Aline Bachmann ist. Und also so ziemlich jeder, der darauf reagiert hat, auf diese Doku, hat an dieser Stelle dieselbe Frage gestellt, nämlich, warum bin ich da? Also warum... Was mache ich da? Warum bin ich da? Ich verstehe es gar nicht. Also ich weiß nicht, ich habe nie irgendwie Aline Bachmann crazy in meinem Content drin gehabt. Also ich kann mich nicht an jetzt viel Aline Bachmann Content erinnern. Also wir haben mit Sicherheit schon mal über sie geredet. Ich glaube, weil sie mich mal gefrontet hat auf jeden Fall. Aber ansonsten... Lobbyhaus. Das ist Level 2. Die YouTube-Welle. Ja. Das ist falsch. Die Hater haben nicht auf unsere Kanäle gezielt, um die Saat des Hasses zu implantieren. Doch, wenn die das in der Doku sagen, das öffentlich-rechtlich, das wird ja dann stimmen, wenn die das sagen. Oder nicht? Sorry. Nur weil wir uns alle mal mehr, mal deutlich weniger... Deutlich weniger? Wer ist damit gemeint? Mit deutlich weniger? Wirklich deutlich weniger mit Aline befasst haben. Und die Hater auch, heißt es ja noch lange nicht, dass da irgendwo eine Connection vorhanden ist. Die verwechseln Kritik mit Hass. Ich habe auch fast den Eindruck. Und Aline Bachmann hat viele Sachen gemacht, die man kritisieren darf und also auch sollte.
anderen Themen wäre es ja auch komisch, alle, die das thematisieren oder sich anderweitig damit befassen, als Monolith darzustellen, die irgendwie so matrixmäßig mit so Fäden miteinander verbunden sind. Ja, doch, nee, wir sind alle verbunden. Das ist alles, das ist so ein bisschen, das ist schon krass, wie alles miteinander verbunden ist. Also die Masken standen auch einmal vor meiner Tür und haben gesagt, ey, mach das mal mit Aline, mach da mal ganz viel, aber mach nix, aber mach doch was. Nur so, dass keiner merkt, aber mach was. Und dann hatten die mich. Ich werde euch jetzt aber nicht nur sagen, dass es falsch ist, dass wir aufgrund von den Hatern Videos über Aline gemacht haben. Ich nenne euch den tatsächlichen Grund einfach. Den kenne ich nämlich bei allen. Bei mir war das erste Mal, dass... Also jetzt, das ist schon heavy shit, Digga. Dass ich Wind bekommen habe von Aline in einem Kuchen-TV-Video, habe ich in der Reportage ja gesagt. Das war wegen wirklich krassen Verfehlungen von dieser Person. Ich will das hier nicht wieder auffühlen, weil teilweise Menschen involviert... Also letztlich geht Just Nero dann die einzelnen Leute durch und zeigt halt so, dass niemand, also diese These, die da aufgestellt wird, von dieser Doku, ist ja, dass die YouTuber das irgendwie über Aline Bachmann gesprochen haben, auf Basis von Hatern. Also weil Hater irgendwie das so gemacht haben, weil Hater diese YouTuber dahin gebracht haben, dass sie ganz viel über Aline reden oder so. Aber Just Nero zeigt dann halt einzeln auf, dass das nicht der Fall ist. So. Warum auch? Ich meine, Aline hat öffentlich sehr viel Scheiße gebaut. Da braucht man keine Hater, um darauf zu kommen. Also das ist einfach sehr, sehr klar öffentlich sichtbar gewesen für alle, so, ne? Insofern weiß ich nicht, was das soll. Aber dann, genau, skippen wir mal ein bisschen. Weil, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, wir gucken uns jetzt nicht die 2 Stunden an. Dann geht er halt die einzelnen Leute so durch. Und das ist der Part, wo es dann um mich geht. Hatte. Zuletzt Rezo. Warum ist der in der Doku? Keine Ahnung, Digga, keine Ahnung. Warum in dieser Auflistung? Der hat einmal auf einen random Angriff von Aline auf ihn reagiert. Also das ist offensichtlich die einzige Reaction irgendwie auf Schlumpf, wo steht, hä, Rezo hat Beef mit Aline Bachmann. Und damals, und ich erinnere mich noch daran, damals ging es darum, dass Aline Bachmann in einer Story oder so, oder in einem Livestream oder irgendwo, mich gefrontet hatte, also irgendwie so gesagt hatte, so, und die ganzen Leute auf YouTube, die hier mich mobben oder so, so wie hier Tim Jacken oder Rezo, ich glaube, die beiden hat sie namentlich genannt. Ich glaube, es war TJ und ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und darauf habe ich reagiert, weil da hatte dann, glaube ich, Alpha-Kevin-Video zugemacht. Und dann hatte ich auf dieses Alpha-Video-Kevin reagiert und habe dann halt gesagt, so, hä, weird? Warum nennt die mich? Das war meine Reaktion darauf. Den in diesem Kontext zu zeigen, ist schlicht falsch. Und es ist in der Vergangenheit übrigens auch schon mal gehörig schiefgegangen, ihn irgendwo mit reinzuziehen. Man kennt's, Rezo, der Mobber. Ja, so kennt man mich. Ziehen. Steuerung F. Pass mal auf. Er wurde... Was, den Satz habe ich jetzt nicht... ...agiert. Den in diesem Kontext zu zeigen, ist schlicht falsch. Und es ist in der Vergangenheit übrigens auch schon mal gehörig schiefgegangen, ihn irgendwo mit reinzuziehen. Steuerung F. Pass mal auf. Er wurde attackiert und Alpha Kevin hat darüber berichtet, weil es so aus dem Nichts kam. Ohne Grund hat Aline ihn angegriffen. Rezos Reaction darauf hieß, hä? Rezo hat Beef mit Aline Bachmann? Fragezeichen. Der wusste selber nicht, was da los ist. Wie kommt man darauf zu behaupten, dass Hater ihn angestachelt haben? Also, genau, wir haben jetzt gerade diesen kurzen Ausschnitt gesehen, was basically da gesagt wird, ist halt, dass die Hater wollen, dass das Thema größer wird und deswegen diese YouTuber sozusagen überzeugen wollen oder irgendwie dann auch mit Informationen füttern. Das kommt danach auch. Also vor allen Dingen Just Nero, glaube ich, da wird es genannt, dass der mit Informationen von Hatern gefüttert wurde, wo er auch sagt, das stimmt doch überhaupt nicht. Also die Doku will so ein bisschen darstellen wie so eine Fremdsteuerung fast schon an den Stellen. Ich habe jetzt nicht die ganze Doku geguckt, aber die Stellen, um die es da geht. Und genau, bei Da Vinci und bei Just Nero, da verstehe ich es noch so halbwegs, weil da ist wenigstens, Just Nero hat irgendwie 10 Videos geskriptet über Aline Bachmann gemacht, also Stunden Footage selbst gemacht. Bei Da Vinci, der hat, glaube ich, auch Dutzende Videos über Aline Bachmann gemacht, weil der ja auch so, ich sag mal, Instagram, teilweise auch gossipy so News sozusagen bringt. Und das ist ja genau das, was dann bei Aline Bachmann irgendwie der Content wäre. Bei Unge verstehe ich es weniger.
bei Kuchen, doch, der hat ja auch Videos über Aline Bachmann wenigstens gemacht. Aber bei mir macht es halt auch gar keinen Sinn, keine Ahnung. Also ich kann nicht ausschließen, ob ich vor diesem einen Video mal eine Reaction auf irgendwas Aline Bachmann-mäßiges gemacht habe. Aber ich kann ziemlich ausschließen, dass ich das irgendwie viel gemacht habe. Das ist mir ein Rätsel. Wenn ein Hater von Aline Rezo dazu angestiftet hat, dann Aline selbst. Man könnte bei dieser fundamentalen Selbstsabotage und digitalen Beinchen stellen, die sie sich aller Regelmäßigkeit selbst verpasst hat, meinen, dass sie ihre eigene größte Haterin ist. Zumindest ist sie ihr größtes Problem. Passiert. Es besteht eine gewisse Chance, dass er auch auf... Vielleicht erfahren wir in Zimmer 4, warum du in der Doku bist. Dieses Video oder vielleicht das selbst reagiert. Weiß es macht er zwischendurch mal meine Videos gucken. Hm. Konsequenz daraus, er spricht eventuell über Aline. Woran liegt das jetzt? Krass. Dass es passiv um ihn in der Doku ging oder daran, dass ihm irgendwelche Mobber geschrieben haben, ey, mach mal was dazu. Ihm jetzt eine Teilschuld. Ich weiß ganz genau, welchen Namen ihr gerade im Kopf habt. Teilschuld? Welchen Namen hat man denn bei Teilschuld im Kopf? Warte mal, Teilschuld. Da war doch was. Nee, fällt mir nicht ein. Mir fällt nicht ein, wen er meinen könnte. Sorry. Ihm jetzt eine Teilschuld zuzuschieben, wäre genauso absurd, wie zu sagen, dass diese Doku dazu aufgestachelt hat, Aline zu pieken. Immer mehr YouTuber springen auf und machen Videos über Aline Bachmann. Ja, ich bin aufgesprungen. Ich mache Videos über Aline Bachmann. Auch Just Nero. Er ist der perfekte YouTuber, um das Game gegen Aline so richtig anzuheizen. So richtig, gezielt Digga. Füttern sie ihn mit Informationen. Das auch, dieses gezielt füttern sie ihn mit Informationen, ist auch crazy gewesen. Aber da geht er, glaube ich, danach noch irgendwie drauf ein. Er selbst merkt möglicherweise nicht, dass er für die Mobber ein Instrument ist, um Hass gegen Aline zu schüren. Also das auch, die da nicht nur sozusagen die Mobber machen gezielt, dass wir irgendwie, weiß nicht, die... Ich weiß das Wording nicht mehr, dass wir die Videos machen, sondern auch Just Nero irgendwie, ja, habt ihr gerade gehört. Das ist eine komische Aussage. Ich wüsste gerne den Grund, warum ich der perfekte Kandidat dafür bin. Schlicht aus dem Grund, weil ich Kritikvideos mache und sie nicht mit Kritik umgehen kann, weil das wäre nämlich ziemlich deppert. Also das Ding ist, ich empfehle grundsätzlich Journalisten, so diese Überprüfung zu machen. Das ist eigentlich gar nicht schwer. Ist eine Aussage eine Behauptung so? Also behauptest du da irgendeine Sache, die so wäre? Falls ja, hast du eine Quelle? Wenn nicht, streich das. Nee, okay, es geht noch. Hast du das abgeleitet logisch aus Informationen, die du aus Quellen hast? So. Ansonsten einfach mal hart überlegen, ob man das streichen müsste. So arbeitet man eigentlich, ne, wenn man clean worked, so, ne? Die Konklusion, die man daraus ziehen müsste, wäre, dass man generell keine Kritik... Also wieso ist er der perfekte Kandidat dafür? So, das muss man doch belegen. ...mehr an Menschen äußern sollte, wenn diese einen blamablen Umgang damit an den Tag legen. Wo kommen wir denn da hin? Habt ihr mal gesehen, wie ein Up-Red mit Kritik umgeht? Kurze Frage, von wem ist die Doku? Ich weiß nicht, wie der Dude heißt. Ich weiß, dass der... Ich meine, wenn ich richtig im Kopf habe, ist... Wurde der Typ, der diese Dokumentation gemacht oder unter anderem halt gemacht hat, der Reporter, der hat eine Vorgeschichte mit Just Nero, glaube ich sogar, weil Just Nero ihn mal kritisiert hat für eine andere Doku. Also, das ist so die Vorgeschichte. Generell Kritik als perfekten Heizofen für Hate zu bezeichnen, finde ich persönlich super kontraproduktiv. Es braucht... Hatte mir die Doku angeschaut und dachte mir dort schon, wie verdreht das ist. Ja, viele Leute haben gesagt, dass es weird war, dass Aline halt so als Opfer, sozusagen rein einseitig oder ziemlich einseitig als Opfer inszeniert worden wäre. Vernünftige Kritik. Und jetzt zur Passage, dass mich irgendwelche Hater gezielt mit Informationen zu Aline gefüttert haben. Das ist wirklich gänzlich falsch. Gänzlich. Und ich werde euch das sogar beweisen können, weil ich noch ganz genau zeigen kann, woher welche Info stammt. Übrigens verlinke ich meine Quellen auch teilweise, ne? Hilft mir jetzt in der Situation. So, ich glaube, ich skippe ein bisschen nach vorne, weil er kommt erst, Just Nero ist ja ein Meister darin, manchmal, ich sag mal, Klammern aufzumachen und eine Detour zu machen über ein anderes Subthema und dann erst wieder zum eigentlichen Punkt zu kommen. Ich glaube, hier geht er dann gleich darauf ein. Das wird jetzt eine große Überraschung für euch sein. In den allermeisten Fällen, Plot Twist, Quelle Alines Instagram-Seite, weil sie die Sachen selbst geteilt und ins Internet gestellt hat. Ja genau, er muss doch gar nicht, also Just Nero braucht doch gar nicht Informationen von irgendwelchen Mobbern, weil doch alles
Also in fast allen Fällen kann man doch einfach sagen, hier ist eine Stelle, die hat Aline Bachmann selbst öffentlich gepostet. Das ist das, worauf... Und man kann sich ja bei einem Just Nero ziemlich sicher sein, dass er das auch aktiv verfolgt hat, weil er hatte ja eine öffentliche Auseinandersetzung mit Aline. So, da braucht er doch keine Mobber. Wo ich mich meistens beziehe. Aber wie gesagt, es gibt auch noch andere Fälle. Zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mehr im Detail. Es sind auf jeden Fall nicht die Hater. In dieser Doku gab es eine Stelle, an der ich gesagt habe, dass ich Infos von einem Hater hatte. Allerdings... Ich werde in der Schule gemobbt, weil ich blaue Haare habe. Was soll ich machen? Wow. Mach's wie ich. Steh da einfach drüber, fick deren Mütter. Also einfach Größe zeigen und von der direkten Konfrontation weggehen und... Ja, dann einfach, ja, wie ich gerade gesagt habe. Dings, naja, diese Passage ist völlig aus dem Kontext gerissen. Vollständig. Ich unterstelle hier übrigens keine böse Absicht. Vielleicht ist es einfach missverständlich geschnitten worden. Allgemein ging das Interview gut eine Stunde und da wurde über alles gequatscht. Nicht nur Mutter, gleich ganze Family. Ey, wir kommen mal wieder runter jetzt. Wow. Wir kommen mal wieder runter. Ich werde in der Schule gemobbt, weil ich deren Mütter ficke. Was soll ich machen? Ja, einfach blaue Haare färben. Es ist immer so der Konter in beide Richtungen. Ich wurde über sämtliche Sachen befragt. Viel übrigens über das Kritikvideo von mir zu der alten Reportage von dem Reporter. Ah, ja, genau. Also Just Nero hat ein Kritikvideo gemacht von einer alten Reportage von demselben Reporter, der ihn dann interviewt hat. Und offensichtlich laut Just Nero sehr viel über die alte Reportage gefragt hat. Okay. Kann man jetzt davon halten, was man will, ne? Das wird auch noch relevant. Die Informationen, die die Mobber an ihn herantragen, sollen ihn aufstacheln. Auf seinem YouTube-Kanal erreicht er mehr als 450.000 Follower. Es sind alles so Sachen, wo ich mir wünschen würde, Quelle wäre gut. Journalistisch gesehen ist es Usus, Involvierte zu einem... Jetzt erklärt Just Nero, weil er hatte in der Dokumentation, in dem Interview, hatte er an einer Stelle gesagt, hier kann man es sehen, das hat er in einem Interview nämlich gesagt, an einer Stelle. Formel. Ja, wir schreiben am Tag gefühlt 50 Leute und da war auch mal einer von mit dabei, der mir ein paar Infos gegeben hat zu einem Thema. Ja, das stimmt. So. Da hat er gesagt, er hat Infos einmal bekommen zu einem Thema. Das stimmt. Das ist kein Beleg für die Aussage, die gemacht wird in der Dokumentation. Das ist kein Beleg dafür. Also falls man da nochmal so, also das aus dem einen kann man nicht das andere schließen. So, und jetzt erklärt Just Nero, was er damit meinte, dass er zu einem Thema mal Informationen bekommen hat. Journalistisch gesehen ist es Usus, Involvierte zu einem Thema zu befragen und oder ein Statement zu verlangen, bevor man losknattert. Das ist gängige journalistische Praxis. Und das habe ich getan. Man könnte bei mir sogar eher kritisieren, dass ich das nicht immer tue. In dem Fall habe ich es aber. Ich habe von dieser Person Infos zu diesen unflätigen Pöbel-NWO-Kreisen bekommen, weil einer, der in der alten Reportage vorkam, auch etwas damit zu tun hatte. Logischerweise frage ich dann, was ist da los? Ich unterhalte mich mit der Person und stelle Fragen. Wie gesagt, es ist journalistisch gesehen ganz normal, dass man Anfragen an diese Person stellt. Wenn, sagen wir, der NDR über... Ja, ich finde es auch weird, weil die ARD-Doku ja selber auch Mobber interviewt in der Dokumentation. Also hat ja die ARD auch manche Informationen aus Mobberkreisen bekommen. Das ist ja, also könnte man auch so ausdrücken, ne? Wenn irgendjemand eine Reportage macht, dann kommt da vorher auch eine Anfrage. Das sind journalistische Basics. Erneut, ich weiß nicht, warum mir das negativ ausgelegt wird, ehrlich gesagt. Stellt euch mal vor, ich mache jetzt dasselbe, halt einfach nur umgedreht. Ich würde der Doku vorwerfen, ihr habt Insider-Infos über die Haterblase von einem aus der Haterblase. Aha, also ist diese Reportage angestiftet, als auch narrativs kontrolliert von den Hatern. Das wäre brutal Quatsch, dieser Doku das vorzuwerfen. Genauso Quatsch ist das aber auch bei mir. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Man kann es mir doch nicht vorhalten. Ja, also mit so einem Ausdruck wie irgendwie die Mobber füttern ihn mit Infos, ich weiß jetzt nicht mehr, was das wörtlich war, aber ne, mit den Ausdrücken, die da genutzt wurden, suggeriert man auf jeden Fall mehr, als da offensichtlich passiert ist. Und das sollte man dann nicht tun, wenn man es nicht belegen kann, ne? Wir skippen noch mal an eine andere Stelle.
Wie ihr merkt, ich habe mir extra ein paar Sachen aufgeschrieben, damit wir nicht hier 31 Minuten von allein Part 2 gucken. Christian Solmecke ist der... Der kam nämlich auch in der Doku vor. Christian Solmecke. Der liebe Christian. Der bekannteste Rechtsexperte auf YouTube. Liebe Grüße von Er beobachtet viele solcher Phänomene. Und auch, wie Aline Bachmann und Just Nero sich bekriegen. Er selbst ist auf keinen Fall Mobber. Er versucht da schon eine recherchierende Position einzunehmen. Aber er bekommt seine Infos aus Mobbingquellen. Das Satzende vom guten Solly McMecke hat sich irgendwie... So, und jetzt sagt Solmecke da an dieser Stelle, er ist kein Mobber, aber er bekommt Infos aus Mobbingquellen. Und es, also es ist so ein bisschen abgeschnitten da auch an der Stelle. Also es klingt so ein bisschen von der Betonung auch ein bisschen weird, egal. Aber dann hat Just Nero einfach mal angefragt bei Solmecke so, ey, wie waren das? Also, wo die diese Frage gestellt haben, haben die da irgendwie, haben die dir vorher gesagt, so ich bekomme angeblich die Infos aus Mobbingquellen? So, haben die das als Tatsache so festgesetzt und dann hast du die Antwort gegeben oder wie war das? Gronkh ist nicht kritikunfähig. Natürlich ist er das nicht. Wie zum Geier soll Micke denn sonst da bitte drauf gekommen sein? Er gibt ja keinen Sinn, der kann ich mir nicht vorstellen. Er Weil ich meine, wieso sollte Solmecke einfach von sich aus so behaupten, hey, Just Nero bekommt seine Infos aus Mobbingquellen, weil, also genau, woher sollte Solmecke das wissen? Und es wirkt ja auch nicht so. Also es wäre ja ganz weird, das so zu behaupten. Erstens, der hat ja keine Ahnung, woher ich meine Infos habe. Woher denn auch bitte? Der wird sich damit nie sonderlich beschäftigt haben und könnte das, selbst wenn es so wäre, gar nicht wissen. Und zweitens, ich bezweifle, dass ihm das einfach so random in den Kopf geschossen ist. Ja, das wird so sein, weil dieser Vorwurf vorher wortwörtlich noch nie von irgendwem kam. Nicht mal von Aline. Ich will da auch wirklich niemandem eine böse Intention unterstellen. Erst recht nicht Christoph, weil ich den Kerl, wie gesagt, gerne mag und ihn als Person schätze. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er mich da so absichtlich... Christoph. ...in die Pfanne hauen wollte. Aber cool finde ich das trotzdem, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Das ist eine absolute Missrepräsentation und greift meine Authentizität an. Warum bin ich nicht früher auf den Trichter gekommen, Solmecke einfach zu fragen, wie er darauf kam? Ich habe doch den Kontakt mit ihm. Ich habe ja sogar den Kontakt zwischen dem Journalisten und ihm hergestellt, damit er in der Doku mitmacht. Ey, manchmal habe ich einfach Pech beim Nachdenken und mein Gehirn läuft mit halb angezogener Handbremse, ne? Ja, er hat mir geantwortet und was soll ich sagen? Ich hatte recht. Die Worte wurden ihm in... Genau. Deswegen frage ich mich, ob du mir verraten kannst, ob das vorher schon so gesagt wurde, woher ich meine Infos angeblich beziehe. Hoffe, du verstehst. Ich hoffe, du hattest eine wunderbare Woche. Im Mund gelegt, wie ich mir jetzt diese Ahoi-Brause-Tablette. Ich zitiere. Hey, tatsächlich wurde mir die Frage meiner Erinnerung nach etwas in den Mund gelegt. Ala, wie finden Sie das denn, dass er seine Informationen von den Mobbern erhält? Meinen eigenen Recherchen entsprach das tatsächlich nicht. Okay. Von außen sieht es echt weird aus. Von außen sieht es so aus, dass da ein Reporter, der mal von Just Nero hart kritisiert wurde für eine andere Doku, dann Just Nero so darstellt, als würde er seine Informationen von Mobbern erhalten, das gar nicht richtig belegen. Und wenn das stimmt, was Solmecke hier sagt, stattdessen Suggestivfragen an andere stellt, um dann irgendwelche Wordings von denen zu bekommen, die das dann unterstreichen. Digga. Also das, hier sind ganz große Red Flags im Raum. Ganz, ganz große Red Flags. Also das, nee, Digga, das wirkt nicht nach cleaner Arbeit. Und trotz falscher Suggestivfrage hat dieser Ehrenanwalt nochmal eingewürfelt, dass ich auf jeden Fall kein Mobber bin. Ja, wie soll er das denn finden? Nicht gut halt, aber es entspricht auch nicht der Realität. Nachweislich. Ich weiß nicht, warum man auf diese Suggestivfrage zurückgreifen muss. Ich wurde ja auch noch gefragt, ob ich ihn anfragen kann, ob er darauf Bock hat und dann wird er mir benutzt, um mir vors Bein zu pinkeln. Also komm schon. Vor allem, als ob ich die Info immer von Mobbern hätte. Hä, 95% von den Sachen, die ich besprochen habe, sind on-stream bei Aline passiert. Oder in ihren Instagram-Stories. Ja, ich glaube, an der Stelle würde ich auch dieses Just Nero-Video dann beenden. Ich wollte euch
sozusagen die wichtigsten ein, zwei Punkte nicht vorenthalten. Also, dass zum einen Solmecke da gesagt hat, wow, dass da seiner Erinnerung nach eine Suggestivfrage war, was, ne, wenn das so der einzige, mit so das einzige ist, was du da zeigst, um das, wow, zu belegen, scheinbar, ich bin es jetzt nicht nochmal wörtlich, wie gesagt, durchgegangen, aber scheinbar so, wow, nicht viel gewesen, um das zu belegen, weil es ja auch schwierig ist, wie willst du das belegen, weil es ja auch irgendwie Quatsch ist. Wow. Genau. Und bis heute weiß ich nicht, warum ich in dieser, wow, Auflistung drin bin. Es wirkt manchmal ein bisschen so weird, weil das ist jetzt schon das, wow, actually das vierte Mal, dass ich in einer öffentlich-rechtlichen Dokumentation irgendwie, wow, weird rübergebracht wurde. Also das ja offensichtlich, ne, das gab dann so eine, wow, ZDF-Sache, wo mal gesagt wurde so, was war das nochmal, ist Rezo populistisch, wow, und bei ihm weiß man ja gar nicht, wer steckt hinter Rezo oder so, also so ganz weirde, wow, Aluhut-Vibes wurden da teilweise so abgefeuert, und wo auch total dann vermischt wurde, was in, wow, welchen Videos war oder was in Streams war oder so. Dann gab es die Offline- und Ehrlich-Geschichte, wow, wo das ja auch nicht so geil, offen und ehrlich, Entschuldigung, offen und ehrlich Geschichte, ich will ja nicht drauf rumhaken, die ja auch nicht so, wow, clean war, wo die sich aber auch direkt für entschuldigt haben, deswegen schwamm da drüber so, das wird es gar nicht jetzt breit treten oder so. Und dann ja die Steuerung, wow, F-Geschichte. Das ist schon verhältnismäßig viel. Ich bin gespannt, ob in den nächsten ein, zwei Jahren wow, sich dieses Pattern, dass irgendwas Öffentlich-Rechtliches, ich sag mal, weiß ich nicht, wow, mich irgendwie reinbringen will in irgendeiner vielleicht eher negativen Konnotationen oder so, ob sich das Pattern wiederholen, wow, wird. Ja, denke ich, lassen wir uns alle mal überraschen. Ansonsten, genau, würde ich sagen, gucken wir uns jetzt aber nicht, wie, wow, gesagt, die 2 Stunden von diesem Video an, weil das wäre viel, viel zu viel. Könnt ihr euch bei Just Nero selber angucken, wow, wenn ihr das wollt. Das sind genau 3 Videoteile, wo er auch nochmal durchgeht, was Aline sonst so, wow, nicht so Geiles gemacht hat.